und kurz mit dem Bus, kurz meine Freundin flirten würde, Mo Mitchell, und sage, er hätte doch 10 Jahre später, 2012 oder 2013, hätte er doch sagen können, wenn er ein Problem mit ihm hat. Aber er hat einfach nicht den Mund aufgekriegt. Das sehe ich genauso wie Flizzy, Mann. Hey Mo, Mann, nichts gegen dich. Du bist ein talentierter Sänger. Aber sieh doch jetzt mal, wo Flair ist und wo du bist. Nur vor und jetzt so. Aber Flair hat durchgezogen. Du hast nach einem Pets dich so ausgeruht und dachtest, ja, mit den Hits überlebe ich halt. Nein, in der heutigen Zeit, wo vorher noch kein Spotify da war, 2012, 13, da ging das. Aber ab Spotify, nein, du musst jedes Mal noch ein Album bringen und Songs, die Leute feiern. Digga, und warum hast du damals kein Ei bei Flair, Mann, ne? Irgendwelche erzählst du irgendwelche Storys, hättest du den Block aus fast eine gehauen, hattest ihn in deine Hand gehabt, hast deine Fäuste geballt, standest du dann irgendwie mit den geballten Fäusten vor ihm und sagst, ich hau nicht gleich. Digga, wenn man jemanden hauen will, haut man gleich zu. Also nur front dir zu. Aber einfach nur davon zu reden, macht die Situation auch nicht besser. Okay, meine Freunde, das war's, wie du von einem Boss. Und den gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.